Wir machen heute ein Mal-Battle gegen Kasper, Leute, wo wir die Rainbow Friends malen. Und ich werde ihn pranken, weil ich habe so Vorlagen, mit denen ich malen kann. Und er malt so frei Hand und meine werden viel besser aussehen, Leute. Deswegen schaut auf jeden Fall bis zum Ende, weil ihr wollt diesen Prank nicht verpassen. Los geht's. Oh, hallo, yo, Kasper. Hallo, Bronzo. Was geht? Hallo. Ey, wir haben doch schon mal hier so eine Malfolge gemacht, ne? Ja. Und was glaubst du, wer von uns die besseren Rainbow Friends malt? Ich glaube, ich natürlich. Wer denn sonst? Nein, ich glaube, ich. Okay, such dir mal deine Ecke aus jetzt hier. Ja, ich glaube, hat ein Hund hingepinkelt. Warte mal, ich nehme eine andere Ecke. Ja, ist ja ekelhaft. Und ich suche jetzt auch eine. Und, also wir wollen malen, oder was? Genau, wir wollen alle Rainbow Friends Charaktere malen. Aber mit welchen wollen wir anfangen, ist jetzt die Frage. Du darfst entscheiden. Lass uns den Orangen nehmen, okay? Okay, wir nehmen den Orangen. Ja, und wie viel Zeit geben wir uns? Ich würde sagen, 2 Minuten. Also du machst jetzt gleich einen Timer auf dem Handy. Ich mache auch einen Timer auf dem Handy. Ja. Okay, sag Bescheid, wann du startest, okay? Okay, mein Timer ist ready. Wie sieht es bei dir aus? Warte. 2 Minuten. Und okay, habe ich, 3, 2, 1 und go! Okay, Leute. Okay, das geht los. So, dann muten wir uns und dann bis gleich. Alles klar, Freunde. So, wir malen jetzt hier auf jeden Fall Orange von den Rainbow Friends. Und ich muss auf jeden Fall dafür die Farbe Orange natürlich auswählen, Leute. So, hier erstmal Orange, so. Und ich habe so eine kleine Vorlage, damit ich halt ein bisschen schummeln kann, Leute. Weil wir werden hier nämlich ein bisschen cheaten in diesem Battle. Dann kommt hier nochmal ganz kurz das Bein. Hier so, zack. Ey, man kann hier voll gut malen, muss ich sagen, Leute, mit diesem Spray. Dann kommt hier nochmal der Körper. Ich werde auf jeden Fall erstmal so die Grundrisse malen. So, dann kommt hier so ein bisschen die Schnauze. Hier unten kommt dann jetzt hier ganz kurz der Mund. Oh ja, Leute. Oh mein Gott, ich bin, glaube ich, jetzt schon richtig begeistert. So, dann kommt hier so ein bisschen hier oben nochmal ganz kurz mit den Augen gleich. So, also, jetzt haben wir hier gerade schon mal ein bisschen die Grundform von Orange, Leute. So, guck mal. Der Timer, noch 1 Minute Zeit, also wir haben schon 1 Minute quasi Verbrauch jetzt gerade. Oh, die zeigt auf jeden Fall echt sehr, sehr schnell um. So, und jetzt mache ich nochmal ganz kurz hier das Auge hin. Ich glaube, 2 Minuten sind echt zu wenig, Freunde. So, dann kommt hier einmal ganz kurz, so, warte, zack. Und dann hier hinten auch nochmal ganz kurz, zack. Ich muss sagen, ich bin gerade relativ begeistert. So, ich nehme mal ganz kurz hier die Pipette, dass ich die Farbe extra auswähle. Und dann machen wir es hier nochmal ganz kurz so zu, Leute. So, okay. Okay, warte, jetzt müssen natürlich gleich noch die Zähne dahin. So, oh mein Gott, das wird echt von der Zeit her, Leute. Wird das ein knappes Ding, noch 20 Sekunden. So, hier kommen dann ganz kurz nochmal die Zähne. Oh nein, das ist von der Zeit her echt richtig, richtig knapp. So, dann hier nochmal ganz kurz den Mund so zumalen. So, dann kommen hier auch nochmal ganz kurz die Zähne. Wir haben noch 10 Sekunden, Leute. Ich schaff's auf jeden Fall. So, zack, 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 zack. Und dann einmal noch hier die schwarzen Zähne. Und dann hier kommt einmal das Auge. Und das Auge. Und die Zeit ist um, Leute. Alter, es ging richtig schnell. Ich bin froh, dass ich mich hier nicht ganz so viel Mühe gegeben habe. Also ich habe mir Mühe gegeben, aber dass ich nicht ganz so langsam gemalt habe. Ich habe mir auf jeden Fall auch Mühe gegeben und ich habe natürlich leider ein bisschen langsamer gemalt, muss ich sagen. Okay, also ich komme mal zu dir rüber und dann zeigst du mir mal dein Kunstwerk, okay? Genau. Dann, wo bist du? Du bist... Oh mein Gott, hier, ich sehe es schon ein bisschen. Du siehst es schon? Zeig mal! Ja, ich hab hier den Orange gemalt. Hä, das ist aber mega gut. Ja, ich finde, den Mund habe ich nicht so gut das hinbekommen. Ja, der Mund ist eher in so einer Bananenschale. Aber das sieht ja mega gut. So habe ich den gar nicht gemalt. Ich meine, das sieht viel... So, okay, und ich hab auch die Dingens, die Layers nicht so gut hinbekommen. Du siehst ja so ein bisschen... Oh ja, ich muss doch erstmal wieder reinkommen in das... Ja, Spiel, ich auch. Vielleicht müssen wir uns auch gleich ein bisschen mehr Zeit geben. Das war nämlich, glaube ich, echt sehr stressig. Das war ganz, ganz knapp. Okay, komm. Lass uns mal rübergehen zu meinem... Also der ist auf jeden Fall schon mal... Da muss ich wirklich sagen, hast du gut gemalt. Das ist natürlich sehr, sehr nett. Ich habe natürlich auch viel geübt mit Malen, ne? Du warst denn hier dein. Ja, keine Ahnung. Ich habe ja GTA-Folgen was gemalt, ne? Ah. So. Da hinten siehst du es vielleicht schon. Oh mein Gott. Leuchtet es schon doch. Leuchtet es schon an der Wand. Das ist auch krass, ne? Ich glaube, das hättest du noch so den ausgemalt. Ja, ich hab einfach nicht genug Zeit gehabt. Ich weiß. Wir müssen es auf jeden Fall vielleicht mal so 3 oder 4 Minuten geben. So, jetzt ist natürlich die Frage an die Zuschauer. Ihr dürft entscheiden, schreibt in die Kommentare, ne? Welcher Orange besser ist von uns beiden. Also, was würdest du sagen, welchen als nächstes? Ich würde sagen, lass uns als nächstes mal den Lidernen malen. Okay, den finde ich auch persönlich mit am besten. Oh, den Lidernen ist, der ist richtig heftig. Ist so gefährlich im Lüftungsschacht und so, ne? Geh mal rüber auf den Spotter. Ich lösche schon mal mein Gemälde. So, ja, ich suche jetzt, gehen wir wieder zum selben Spot hin, sagst du? Nee, okay, dann lass uns eine neue Ecke suchen. Okay, wir machen eine neue Ecke, dass wir gleich alles vollgemalt haben. Ja, aber Alter, das ist alles voller Rainbow Friends. Dann haben wir gleich eine eigene Rainbow Friends Welt hier gemalt. Okay, ich habe auf jeden Fall meinen Spot. Okay, wie viel Zeit geben wir uns? 3 Minuten oder was? Ich würde sagen 4 Minuten. Müssen jetzt mal ein bisschen Minuten? Ein bisschen mehr Mühe geben, genau. Alter, du bist ja Junger Picasso oder was? Ja, man muss ja auch mal ein bisschen hier... Lass 3,30 machen. Machen wir 3 Minuten dann, okay? Okay, bist du bereit? Wir starten rein. 3,
2, 1, Start! Oh, okay, 3 Minuten Timer. Bis gleich. Ist an, Leute. Bis gleich. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier den Purple Rainbow Friend malen, Leute. Und dafür brauchen wir erstmal jetzt hier ordentliches Lila. Und ich habe natürlich wieder so eine kleine Vorlage geholt. Wir sind wieder ein bisschen am Cheaten, Leute. So, das heißt, hier kommen erstmal jetzt die ganzen Füße. So, und dann noch hier einmal ganz kurz. Das heißt, hier mit immer ganz kurz den Fuß. Dann kommt hier so ein schöner Kreis hin. Das gleiche machen wir dann auf jeden Fall auch jetzt hier, Leute. So, dann kommt hier der Fuß. Zack und zack, Leute. So, dann haben wir hier jetzt quasi den Fuß. Dann kommt hier der Körper hin, Leute. So, das machen wir nochmal ganz kurz aus. Dann kommt hier einmal ganz kurz der große Kreiskopf, Leute. Dann machen wir das Ganze einmal ganz kurz aus. Ich muss mal kurz gucken, kann ich das noch hier größer machen, glaube ich, gerade. Wir machen auch noch Blue und die anderen. Also bleibt auf jeden Fall dran, um das nicht zu verpassen, Leute. Die Arme kommen hier irgendwie so ein bisschen aus seinem Dings raus, Leute. So, hier hin. Da kommt hier ein Finger hin. Hier kommt ein Finger hin. Hier kommt ein Finger hin. Und hier kommt ein Finger hin, Leute. Und dann machen wir noch einmal hier oben so einen Arm hinten. Der kommt dann hier so mit der Hand. So, hier so ein bisschen so die Hand so hinmachen, Leute. Und ich bin sehr, sehr gut in der Zeit gerade, Leute. Jetzt machen wir hier schön einmal zack, 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 zack. So hin. Zack, 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 zack. Dann machen wir einen Layer 3. Das wird dann jetzt quasi die schwarze Augenfarbe. So, und die sind auch richtig groß, Leute. Der hat richtig große Glubschaugen. Die machen wir, sehen wir auch erstmal jetzt hier richtig, richtig groß. So, zack. Und dann noch einmal hier, Leute, richtig große Glubschaugen. So, und hier einmal alles hingemalt. Und ich muss sagen, die Zeit ist um, Leute. Bin mal gespannt, was Kaspar gewartet hat. Ich bin auf jeden Fall fertig. Ja, ich bin auch fertig. So, kommst du zu mir rüber oder was? Ich komm zu dir rüber, ja. Okay, dann zeig mal her, was du für einen coolen Purple gemalt hast. Ja, ich muss zur Verteidigung sagen, obwohl es 3 Minuten waren, war es. Also, es war okay von der Zeit. Okay. Aber mein Konzept, das war so, wie hast du mit der Zeit hingehauen? Ging das auch? Ich war eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt gerade nochmal mit den Layers geguckt, das habe ich jetzt auch immer bekommen. Ja, ich ging bei mir auch, aber mir, jetzt guck ich dir an. Du siehst es schon. Okay, das ist natürlich cool. In diese Richtung. Ne? Also du hast auf jeden Fall den Purple gemalt, so wie man den nicht kennt. Wie man den nicht kennt, natürlich kennt man den so. Ja, aber ich habe den so... Man kennt hauptsächlich aus dem Lüftungsschacht. Ich weiß, aber ich habe ihn so gemalt, als würde man ihn kennen, weißt du? Also ich habe ja den Purple... Als würde er rausgekommen sein. Als wäre er rausgekommen, so habe ich den gemalt. Okay, aber guck mal, siehst du? Ja? Clever. Ist auf jeden Fall clever. Mhm, ganz, ganz gruselig. Aber siehst du auch noch die Hände bei dem? Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie Flügel. Ja, aber ist der nicht noch grauer? Also ist ein bisschen dunkler geworden, ne? Ich wollte eigentlich ganz schwarz, aber du hast recht, ein bisschen heller wäre. Aber ich glaube, du hättest, weißt du, was hättest du noch machen können? Ist halt einmal noch so einen Kasten, so einen grauen Kasten rum und dann noch so zwei, so drei Lüftungsschächte vor die Augen. Aber sehr gut trotzdem geworden. Sehr gut trotzdem geworden. Vielen Dank, vielen Dank. So, dann kommen wir zu meinem. Ich bin gespannt, was du da gemacht hast. Du kannst oben schon ein bisschen lila sehen. Wenn du so ein bisschen sieht man da den Kopf schon. Ja, ja. Also ich bin stolz drauf, muss ich sagen. Ja, also sagst du, bist auch sehr zufrieden. Ja, okay. Das ja, ich bin auf jeden Fall bin ich zufrieden. Das ist echt ein cooles Ding geworden. So, und da habe ich den Purple. Boah, der sieht richtig cool aus. Boah, ich würde halt gerne noch so Schatten und sowas malen, aber ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Aber der sieht cool aus. So kenne ich den auch. Aber warte mal, ich sehe gerade. Was denn? Sag mal, der eine Arm kommt da aus dem Kopf raus? Oder nein, der macht so hinter seine... Weißt du, kennst du nicht, wenn du so ausholst, so der boxt dich gleich. Okay, ach so. Das hat der, der holt aus. Okay, sah so ein bisschen aus, als würde der Arm da aus dem Kopf rauskommen. Nein. Ich muss sagen, sieht krass aus, ey. Ja, ist halt, ist halt sehr simpel eigentlich gemacht. Ja, ich hätte eigentlich mir noch mehr Zeit nehmen können, ein bisschen so feiner. Trotzdem. Aber ich muss sagen, es sieht ein bisschen... Hast du abgepauscht oder sowas? Nein, habe ich nicht. Hast du abgepauscht irgendwo, sei ehrlich? Nicht, ohne Vorlage. Du hast doch eine Vorlage benutzt. Nein, ich habe keine Vorlage benutzt. Nein. Okay. Ja, okay, gut. Ja gut, was sollen wir denn als nächstes malen? Ich würde sagen, wir malen als nächstes den grünen Rainbow Friend. Oh mein Gott, den finde ich auch richtig cool. Okay, ich würde sagen, wir geben uns wieder drei Minuten. Ja, ich bin bereit, du auch? Ich bin auf jeden Fall bereit, so wie du. Und drei Minuten. Zwei, eins und... Und yo! Bis gleich. Also, wir malen jetzt auf jeden Fall den grünen Rainbow Friend, Leute. Und der hat auf jeden Fall so eine Grünfarbe, die ist so ein bisschen dunkler irgendwie gefühlt. Jetzt mache ich mal ganz kurz hier wieder die Vorlage, weil wir cheaten natürlich hier in diesem Battle und pranken ihn, Leute. So, jetzt hier erstmal ganz kurz, zack. Dann so. Also der, ich muss sagen, okay, das ist auf jeden Fall jetzt schon, ja. Ob das jetzt gerade gut ist, ich mache nochmal hier die Größe ein bisschen größer jetzt hier. Ach, größere Farben kostet Geld. Oh Gott. Okay, jetzt hier vorsichtig, Leute. So, einmal schön jetzt hier alles voll malen. Jetzt haben wir schon mal auf jeden Fall die Hose. Dann kommt hier jetzt direkt der Körper. Der wird hier direkt reingedingens. Der wird ungefähr so dann sein. Das heißt, hier einmal ganz kurz,
zack, den grünen Rainbow Friend. Dann haben wir noch einmal hier einmal den Arm, Leute. Dann machen wir hier einmal den Arm. So, zack. Hier machen wir jetzt den Arm. So, zack. Also müssen wir auf jeden Fall nochmal ganz kurz ein bisschen kleiner machen. Das ist auf jeden Fall mit dem Zeitdruck auf jeden Fall echt sehr, sehr crazy, Leute. So, das heißt, hier kommt einmal so ein großes Auge hin und noch ein großes Auge hin, Leute. Und ich muss sagen, wenn wir jetzt hier nochmal, wie viel Zeit haben wir? Wir haben noch 3 Sekunden Zeit. Jetzt zeige ich mal noch einmal ganz kurz hier schön den schwarzen Rand, glaube ich, rum, Leute. So, damit das nochmal, oh Gott, nein, 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 wenn man richtig gut aussieht. So, jetzt kommt hier schön der Graffiti-Rand nochmal rum. Gott, Leute, nein. So, dann haben wir noch hier einmal, zack, mit den Fingern. Okay, muss auf jeden Fall echt vorsichtig malen. So, zack. Oh nein, der Timer hat geklingelt. Der Timer hat geklingelt. Oh Gott. Okay, warte, hier auch nochmal ganz kurz. So, zack. So, okay, der Timer ist vorbei, oder? Oh Gott, der Timer klingelt. Hörst du auf zu malen? Der Timer ist um. Ich bin da, oh Gottes Willen. Ja, ich musste, ich bin nicht ganz fertig geworden. Ich bin auch, also ich muss sagen, ich bin auch nicht ganz zufrieden. Ich muss am Ende ein bisschen panisch machen. Ich hab den auch zu groß gemacht. Ich musste auch übelst panisch. Ich hab den auch zu groß gemacht. Ich weiß, sag dir ja, die Zeit ist zu sehr, sehr wenig, ne, die wir haben. Ja, ist wenig, aber ist auch eine Herausforderung. So, okay, dann komm mal hoch hier und guck ihn dir an. Ich musste sagen, ich musste nach 30 Sekunden nochmal neu anfangen. Oh mein Gott, was hast du denn gemacht, Digga? Aber guck ihn dir, ich hab ihn nicht ganz ausgemalt, aber guck ihn dir trotzdem an. Von den Armen her und so und wie er steht und der Kopf. Ey, du hast da richtig hochgemalt, warum hast du so hochgemalt? Ja, ich weiß, ich bin da oben, ging's auch einfach nicht mehr da oben auf einmal. Weil deswegen sieht es aus, als hätte der Antennen. Aber ich muss sagen, sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Naja, ist jetzt aber auch nicht so. Hast du ja noch auf den Boden gekleckert oder was hast du dir gemalt? Ja, da ist mir auch so die Spraydose einmal runtergefallen. Oh nein, okay, also ja, aber, sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen, ja, für 3 Minuten. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin mit meinem auch nicht so ganz zufrieden, also... Er sieht schon besser aus als deiner, aber ja, ich bin mit, mit der Kontur nicht ganz zufrieden, weil ich mich beeilen musste. Oh, ja. Okay. Also meiner ist halt ein bisschen, ich habe halt mit dem bisschen ja, mit den Größen gute, gearbeitet. Ja, du hast, safe. Ich sehe auf jeden Fall das, was du hier, also mit der Kontur ist cool, auch mit der schwarzen. Ja, aber ich musste, die habe ich am Ende, die war so spontan. Ja, das finde ich viel besser, deins, muss aber, ich sagen. Macht halt gut was aus. Ich habe zum Beispiel einmal hier oben rüber gemalt, oben rechts. Oh ja, der hat Fingernägel, der hat lange Fingernägel. Ja, der hat einen langen Fingernagel, damit spitzt er alle mal auf. Wir malen jetzt noch den Blue, ja? Oh mein Gott, so als wollen wir als Finale machen, mäßig. Genau, wir malen jetzt den Blue. Wer den besseren Blue malt, gewinnt das quasi hier. Und dann, wenn wir davon noch eine zweite haben wollen, dann machen wir noch mit Red, Yellow, mit dem anderen Green. Deswegen such dir deinen Spot jetzt hier aus. Ich hab meinen Spot gefunden. Ich habe auch meinen Spot gefunden. Okay, ich bin bereit. Okay, ich bin auf jeden Fall bereit. Dann drück mal den Timer. 3, 2, 3 Minuten, los geht's. Es geht los. Abfahren, bis gleich. Bis gleich. Alles klar, Freunde. Wir malen jetzt auf jeden Fall gegenüber von Orange den Blue hin. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt gerade schon echt ordentlich verbessert in der Zeit. So, jetzt das hier. Habe ich natürlich wieder eine Vorlage. Das heißt, wir cheaten jetzt hier wieder. So, jetzt kommt erstmal hier unten ganz kurz der Fuß hin, Leute. Obwohl, nein, ich fange lieber an mit Dingens, Leute. Mit Layer 5 lösche ich einmal ganz kurz und dann fange ich mit Layer 1 an. Und dann werden wir jetzt hier schön einmal den Außenriss machen. Hier oben kommt dann so der Arm zum zum Winken und hier hin. So, dann kommt hier einmal der Kopf hin, Freunde. Der Rainbow Friend Kopf. Und hier geht's weiter mit dem anderen Arm, der dann hier so ein bisschen größer wird. Und hier kommt dann der Körper, der dann hier einmal so ein Bein unten hat. So, und dann hier ein ganzes reingeht und dann hat er hier das Bein. Okay, der Rainbow Friend ist auf jeden Fall so, wie es jetzt aussieht, schon mal in guten Dingen. Das heißt, wir malen jetzt einmal komplett aus. Das heißt, ich muss einmal ganz kurz hier... Weil wenn wir es ausmalen, oh Gott, wenn wir es ausmalen, wird es auf jeden Fall sehr, sehr viel ausmachen, Leute. Das heißt, hier ganz wichtig, dass wir jetzt irgendwie den komplett ausmalen und so gut es geht nicht übermalen, Leute. So, und zack. So, jetzt haben wir das schon mal. Jetzt geht es weiter mit Layer 2, wo wir jetzt hier quasi den schwarzen Mund malen, Leute. Und der Mund ist auf jeden Fall auch so ein bisschen größer. Das heißt, hier einmal so, zack, den malen wir jetzt auch nochmal ganz kurz hier aus. Der hat auf jeden Fall einen kompletten dunklen Mund. Mit einer Sabber auf jeden Fall, die mache ich auch noch gleich dazu. Jetzt mache ich hier noch einmal ganz kurz weiße Farbe. So, das kommt jetzt hier. Für die Augen. So, einmal ganz kurz, zack. Und so. Und einmal hier, zack und so. Jetzt kommt die Krone rüber, Leute, in gelb. Kommt jetzt nochmal die Krone hier oben. Oh Gott, so, die Krone kommt hier. Zack, zack. Zack, 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 zack. Oh, ich bin sehr zufrieden. Leute, ich bin sehr zufrieden mit der Krone. Aber ein bisschen rübergemalt, leider ist jetzt nicht so wild. So, zack, ganz kurz hier.
Bup, bup, bup. Wir machen einmal das so genau. Das war jetzt geplant. Dann machen wir jetzt hier nochmal eine neue Layer, Layer 3. Da kommen jetzt hier schön die schwarzen Augen drauf, Leute. So, die Knopfaugen. Zack. Und hier kommt einmal, machen wir ein bisschen die Kusse ein bisschen kleiner. Oh nein, das X, Leute. Und zack, der Timer klingelt auf jeden Fall. Ich hoffe, er wird gleich noch nicht sagen, aufhören. Das heißt, hier müssen wir ganz schnell nochmal die Sabber hinmachen. Aufhören! Stopp, 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 stopp! Hör sofort auf zu malen! Okay, 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 ich habe aufgehört. Ah, Mann, okay, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, ein kleines bisschen Okay, Zeit. Warte mal, ich komme schon mal zu dir rübergelaufen. Ich genau. Habe, glaube ich, das Blaue schon an, deswegen laufe ich mal ein bisschen rückwärts, würde ich sagen. Ich guck mal in die andere Richtung. Ja, okay. Mann, ich hätte auch gerne ein bisschen Zeit gehabt, der wäre noch viel krasser geworden. Okay, warte mal, an welcher Wand hast du den gemalt? Bist du gegenüber hier von Orange, hier gegenüber von Orange. Okay, okay, ich gucke, ich bin bereit. Okay, 3, 2, 1. Okay. Ja. Okay, jo. Ja. Jo, es ist nicht schlecht. Ich habe die Krone ein bisschen so groß gemalt. Ich habe so auf die Sabba und so geachtet. Also die Sabba ist cool und auch schön, ne? Du hast auf jeden Fall drauf geachtet, ein Knopf, Auge und X. Das war mir ganz wichtig. Genau, das war ganz, ganz wichtig. Der ist irgendwie ein bisschen, ja, so ein kleinwüchsiger geworden. Und ein bisschen, ich weiß. Es war so, weil das Ding ist, guck mal, die Wand, du siehst da, wenn du so seitlich guckst, ne? Ach, was, die ist rund. Ich weiß, das hat voll so, das hat voll so mit mir gedingens. Ja, okay. Aber der grüßt auch so, ne? Ja, der sagt Hallo. Ja, also der aber ist die nett, Krone, das ist auch eher so ein. Das ist auch eher so ein. Das ist eine Burger King-Krone. Das ist eher so eine Burger King-Krone, würde ich auch sagen. Ja, oh, okay. Ich sehe schon dein bisschen, okay, ich gucke nach unten. Also ich muss sagen, bei meinem bin ich mega zufrieden mit diesem. Also die ganzen war ich nicht so 100% zufrieden, aber mit dem. Blue bin ich kriegt man auch echt gut hingewandt. So, ich gucke jetzt 3, 2, oh. Ach, hier was links! Ist? Oh, oh! Yeah. Wo guckst du denn? Ey, der ist auf jeden Fall richtig gut, ne? Ja, der ist halt ein. Du hast recht, so bei dem, weißt du, der sabbert jetzt nicht so wie deiner, so krass gut. Ja, aber der ist gut geworden auf jeden Fall. Der ist groß. Ne? Ich bin mir ziemlich unsicher, wer jetzt den besseren gemalt hat. Ja, ich würde sagen, das können Leute in die Kommentare schreiben, wer auf jeden Fall hier die besseren gemalt hat. Und ja. Alter, wie krass. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welche wir auf jeden Fall noch malen sollen von Rainbow Friends. Wir können auch andere Charaktere malen wie Sonic, Kagiwagis und so. Alter, da kann man doch so viele Challenges machen. Genau. Beim nächsten Mal ziehe ich dich ab. Ich werde dich abziehen. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein, Freunde. Wenn ihr von der Mails möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt die bei mir aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.